die einen feiern Backen, die anderen feiern auf weiter Flur in Münster. Das gibt es jetzt zum dritten Mal hier im Maikotten. Und wir sind dabei, gucken uns das an und erzählen euch, wie es da ist. Komm mit! Der typische Festivalgänger sollte auf jeden Fall immer ein Regencape dabei haben. Oder anhaben. Und Gummistiefel. Sonst ist scheißegal, wie du auf Festivals rumrennst. Du kannst aussehen wie sonst was. Du kannst auch nackt rumrennen, wenn du ein Regencape dabei hast. So, ich bin raus. Angelaufen, glaube ich. Wir sind froh, dass es trocken ist. Und ja, es ist schön, dass sich alles entwickelt hat. Ich bin sehr zufrieden. Also, Festival ist immer 3 Tage Stress, aber es geht eigentlich. Also, wenn du wieder hat man auch Zeit, sich 1, 2 Songs anzuhören. Aber dann muss man halt wieder durch die Gegend laufen. Ja, ich hätte mir sehr Tale of Golden Keys gewünscht. Die sind ja dann auch gekommen. Der Wunsch wurde mir erfüllt. Und am Samstagabend Monolink würde ich gerne sehen. Da nehme ich mir frei. Musikalisch habe ich mir wenig vorgenommen, so darum bin ich gar nicht hier. Ich glaube, ich kenne keine einzige Band oder DJ, die hier auflegt. Das war gar nicht so der Grund, aber wir kennen halt die Veranstalter und wissen, dass sie halt letztes Jahr auch super viel Mühe hier immer reinstecken. Und man sieht das ja, wenn man sich umguckt, alles ist Handarbeit irgendwie. Man sieht keine großen Marken, die hier Stände aufbauen, sondern halt, die bauen alles selber. Die ganzen Hütten, da steckt mega viel Liebe drin. Und das gefällt uns hier halt. Das gefällt uns von der Atmosphäre und hier ist halt eine super Stimmung dadurch. Thank you.